Okay, was habe ich hier drin? Erstmal ein Challenge-Schuss. Echt fast gerade. Geschafft. Bauen aktiviert eine Rekrutierungssendestation. Rekrutierungssendestation. Ein Schutz ist das nicht, oder? Nö. Ah. Runter. Runter. Eine Rekrutierungssendestation. Kochstation, 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 Rüstungsstation, Rüstungsbank, Waffenwerkbank, Luca-Mixer-Station. Als ob das so. Läden. Plünderstation, Brahmelfütterungsglocke, Sirene, Schnellreiseziel. Muss ich nur wissen, wo das ist. Um mich daran erinnern, was ich jetzt eigentlich noch machen wollte. Energie. Rekrutierungsfunkleitstrahl. Rekrutierungs. Helfen, Sir. Ja, mir kurz sagen, was ich noch bauen sollte. Warum kann ich nicht an meinen Pip-Boy? Nicht an meinen Pip-Boy. Oder Inventar oder irgendwas. Metall, Stahl, Türen, Zäune, sonstiges. Totem, 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 Totem. Lädenhäuschen. Okay, ich gehe mal kurz auf Schutz. Schutztürme. Nicht. Wachposten. Schwerer Laserturm, bla bla. Hätte doch eben. Portierungsleitstrahl. Ein Generator.
Lege jetzt ein Kabel für Generator und Strom zu benötigen. Ups. Eine kleine Brille für sich. Kriege ich denn jetzt Kabel her? Stecker und Schalter. Energiezähler. Ich bin gerade zu blöd für alles. Erlesen kann es klar im Vorteil, Kabel anbringen. Rekrutierungsfunkstelle in der Werkstatt einlagern, nein. Oh, das Ding hier hat jetzt Energie oder was? Das funktioniert nicht ohne Energie. Warum bin ich? Ich bin echt kein Bauarbeiter hier. Okay, wir haben jetzt das eingelagert. Wir können auch alles mitnehmen. Und ich kann auch wieder auf einen Pip-Boy zugreifen. Das heißt, ich kann jetzt wieder zurückgehen und mich freuen, dass ich hier gerade voll verkackt habe mit Bauen und so. Aber andererseits, ich habe es noch nie gespielt, von daher kann man mir keinen Vorwurf machen, hoffe ich. Und wenn doch, dann sei es drum. Ich trinke erstmal einen Schluck Leitungswasser. Geht doch nichts über einen Schluck klares Leitungswasser. Leitungswasser. Das war meine Werbung des Tages. Dafür gibt es kein Geld, weil Umsatz ist auch nicht so dadurch. Jetzt hängt er schon wieder hier vorne rum, ja? Hey Preston, wie machst du Apfelsaft? Ach so, du Preston. Ich wusste, Sturges würde irgendwas finden, um uns zu beschäftigen. Ja? Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Bin ich bei. Ich lasse mich kurz auf die Karte gucken, was ich hier noch nicht entdeckt habe. Und dann. Level up?
Von Level 36. Schatzsucher. Mehr von Korkenbeltern. Okay, gut. Ich schau mal hier nach, was ich hier noch entdecken kann auf der Seite der Siedlung. Da hinten war die Vault, deswegen das Zahnrad. Aber erstmal versuche ich hier links zu kommen, ohne in den Tümpel zu fallen. Geh mir nicht in den Weg, damit ich weniger Strahlung abkriege. Hab ich doch gerade dabei. Ja. Und schon habe ich wieder plus 10 gekriegt. Da. Kaching. Ranger hätte. Mit Moskitos drin. Die hier Blairfliegen heißen. Ich hasse euch. Höchland Überlebensführer. Oha, 5% weniger Schaden durch Nahkampfangriffe. Bin ich mal. Tümpel. Ja, er hat voll viele Probleme. Hier ist noch eine Siedlungseinheit. Und Gewitter da. Oh, hier ist die Fabrik. Ich gehe erstmal zu der Siedlungseinheit. Und raus vom Regen komme ich her. Ich muss euch sagen, es gewittert gerade sehr. Hallo Kätzchen. Moin. Immer zu Hause? Ich schlaf gerade. Da will ich auch keinen stören. Dann gehe ich lieber kurz mal auf die Karte gucken und dann zu der Fabrik da. Ah, die Ranger hatte. Und natürlich laufe ich total auf die falsche Seite, ja. Egal, die will ich jetzt hier sehen. Auf der Karte. Wicked Shipping Flottenlegeplatz. Oh Gott, der Dark Hallo Teil. Egal. Lassen wir uns halt von den Viechern dann noch mal schön auf die Nase geben. Und dann links um den Teich rum. Mal gucken, was da so geht. Und nochmal einen Schluck trinken.
Da lang. Richtig? Da lang. Du hast schon wieder einen Lärm. Guten Tag. Ich sehe mich immer um. Mars Fusion Schutzhütte. Hier ist ein bisschen verstrahlt anscheinend. Okay, dann lasse ich die Hütte hier erstmal stehen. Okay, dann wird. Er hat mich abgelassen von dir. Gut, die Hirsche können da bleiben. Hier ist die Siedlung, da gehe ich jetzt mal hin und. Dann guck ich mal, was die Siedler hier machen. Und ob ich denen irgendwie helfen kann. Schöner Bus. Da sind sie. Das Breakheart-Ufer. Ich mag Supermutanten, warum muss ich die jetzt töten? Ich muss ihn nicht töten. Okay, die lasse ich leben. Quatsch. Ich muss da ja jetzt irgendwas machen mit. Ich muss. Er hat mich jetzt nicht dahin geschickt, um die zu. Hab ich schon gesagt, dass es regnet? Ich geh jetzt hier nochmal gucken. Wieso beobachtest du die? Gehen wir zu dem Zeichen da unten. Entdecken den Ort nochmal. Was auch immer das jetzt ist und ärgern uns dann nochmal gegen den Supermutanten da. Anzutreten. Ich entdecke jetzt hier irgendwas, aber ich weiß nicht was. Ah, hier ist eine Hütte. Gorskis Hütte. Er ist Gorski, wa? Ist wieder gut. Den habe ich gerade gehört. Und hier ist eine Laborstation, wo ich was herstellen kann.
Oh, ich kann ein paar Mollys machen. Geht ja angeblich einfacher, als man das glauben möchte. Und dann Drogen. Was man nicht so alles im Wald findet, ne? Eine Station zum Drogen machen. Und das nächste zum Entdecken ist auch in der Nähe. Siedlungsrekrutierungssignal. Hier ist zur Hälfte. Hier hat irgendjemand gefeiert. Buffout, Impact. Eine falsche Entscheidung, Sir. Oder General. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camp-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Waffen runternehmen? Nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht nicht das was an. Okay, okay, ganz ruhig. Wir nehmen die Waffen runter, ja? Nur nichts Unüberlegtes. Jetzt gib mir dein Geld. Alles. Bleib einfach ruhig, okay? Hier, das ist alles, was ich habe. Okay, was ist hier los? Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten. Trudy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen. Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Hilf mir. Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen. Oder glaubst du, du kannst sie zur Vernunft bringen? Um Geld bitten? Wer ist Trudy? Siehst du diesen Diner da drüben? Der gehört Trudy. Sie hat daraus einen kleinen Laden gemacht. Ich verkaufe ihr Cams, sie gibt mir Kronkorken und Teile. Und als ihr Sohn Patrick 18 wurde, habe ich ihm etwas Jet verkauft. Dann ein bisschen mehr. Dann noch viel mehr. Jetzt hat er Schulden. Jet? Jet? Was ist Jet? Mein Kassenschlager. Davon lernst du fliegen. Das macht dich schneller. Nimm vor einem Kampf mal ein Näschen. Patrick wollte wohl vom Rockzipfel seiner Mutter loskommen und ein harter Junge sein. Also hat er was gekauft. Und warum sollte man dann aufhören? Also, ich habe dem Jungen viel Jet verkauft und erwarte, dass jemand sein Zahlungsversprechen einlöst. Okay, Sollte zahlen? Klingt, als sollte die Familie dir die Schulden zurückzahlen. Genau mein Reden. Endlich mal jemand, der es kapiert. Hilfst du uns jetzt? Ich werde mit Trudy sprechen. Ich rede mit ihr. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. Das hat Kotzbert jetzt wieder gefallen, ja? Guten. Ich nehme nie wieder Chat. Ich schwör's. Wir sprechen nichts, was du nicht halten kannst. Hi, Trudy. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Der kriegt kein Geld. Punkt. Warum nicht? Warum? Was ist denn das Problem? Oh, hat dir das dieser Camps-Dealer nicht gesagt? Er hat meinen Jungen von Jet abhängig gemacht, ihm den Dreck auf Kredit verkauft und will jetzt von mir das Geld. Dieser Mistkerl kriegt keinen einzigen verdammten Kronkorken von mir. Dich beenden? Also du schuldest ihnen Geld. Wenn du zahlst, ist alles vorbei. Alle ziehen ihre Wege, niemand wird verletzt. Okay, ich zahle. Aber dieser Mistkerl verkauft meinem Jungen kein Jet mehr. Hörst du das, Wolfgang? Du kriegst dein verdammtes Geld, aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du meinem Sohn nochmal Camps verkaufst. Kein Problem, Trudy.
Dein Sohn ist sowieso total pleite. Okay, Krise beendet. Wenn du handeln willst, komm zur Theke. Hey Wolfgang. Wir werden bezahlt und ich muss niemanden erschießen. Gut gemacht. Hier, soll ich dir meine Muntermacher zeigen? Danke für die 100 Kronkorken, obwohl du mir einen Geld gegeben hast. Und kein Interesse. Kein Interesse. Entschuldigung. Ich bin die starke Schätzchen. Mach mich nicht sauer, okay? Ja, aber ich finde das lustig, dass du aussiehst, als wärst du irgendwie gerade aus Metall geschnitten. Gut, hätten wir so mal ein Intermezzo hier gehabt. Ich guck kurz auf die Karte. Das Starlight Drive-In habe ich schon gemacht. Hier unten geht auch noch einiges ab. Aber ich, Depp, muss jetzt hier rüber. In die Kinderkirche Green Top. Ich reise mal kurz hier, um mir da noch ein bisschen in der Gegend umzuschauen, denn das ist mein Lieblingssport in Fallout 4 oder in Fallout generell. Schön die Gegend erkunden, gucken, was man an Orte findet. Und irgendwann später die ganze Karte bereisen können. Mit Schnellreise. Mich zieht es jetzt irgendwie in diese Richtung. Nachdem die Explosion da hinten stattfindet, die schon wieder da war. Oder hatte das einen Grund, dass ich nicht hier hinten war? Ich glaube, hier oben hatte wirklich keinen Grund. Hier im Norden. Turm S3SMU81 aktiviert. Keine Ahnung, warum ich den aktivieren sollte, aber okay. Inaktiv. Aktiviere Satelliten, um Signale und Umgebung zu verstärken. Aktiviere Satelliten, empfange Signale, bitte zurücktreten. Greenbrier Funksignale gefunden. Nautisches Funksignal gefunden. Hat das einen Sinn? Ich habe keine Ahnung. Das Brahmin ist leer. Da drüben ist eine Hütte. Er zeigt mir an, dass irgendwelche Funksignalalarme hier sind. Und ich brauche mehr TP. Das heißt, ich hau mir jetzt irgendwas rein, was essbar ist. Von Zigarettenkuchen zum Beispiel. Oder eine gegrillte Radkakerlake. Ah, lecker. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwie links hochkomme. Nicht, wenn ich gegen den Stein da laufe. Und hoffe, dass es nicht sinnlos war. Hallo, jemand da?
Okay, ich hätte einen anderen Terminal selbst gebaut. Unkorken, Patronen und einen Gartenstuhl. Und ich wollte eigentlich zu dem Ding hier.